Ja, guten Abend, So. ne? Und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Astral-Ascent-Abend. Heute mal nicht alleine, ich habe den Sunny dabei. Hallo. Der weiß auch, wie das Spiel funktioniert. Wir haben über den zweiten Spielstand mal eine Runde gemacht. Er hat schnell ins Spiel reingefunden. Wir sind bis zum Endboss durchgekommen. Wir sind definitiv nicht ein einziges Mal gestorben. Ich habe ihn das als das leichteste Spiel des Jahres angekündigt. Ja. Und ich kann jetzt schon sagen, ne, dass Sunny heute dabei ist, das zwingt mich dazu, diese Klippe runterzuspringen. Wir haben Oskin schon rausgefunden, weil Sunny aus Versehen runtergefallen ist, dass das einen Erfolg gibt und dass man nicht stirbt. Ich wollte das einmal gemacht haben. Du musst R1 bei einem von denen drücken. Ich muss dir jetzt nicht erklären, welche Taste R1 ist, ne? Nee, ich überlege gerade, auf welchen Chance ich Bock habe. Nimm erstmal ein, damit du deine eigene Steuerung hast. Okay. So, dann kannst du nämlich immer noch entscheiden. Nee, gerade klappt's nicht. Ah, doch, jetzt. Du kannst dann einfach bei denen R1 drücken. So, wir haben die vier hier gerade, Ja. basically. Sunny weiß von meinem Goal in diesem Game: einmal das Spiel mit jedem Charakter durchspielen. Folglich auch andersrum, dass Sunny jeden Charakter einmal durchbekommt. So, ich glaube, ich nehme mal die. Ich habe Bock auf die. Ich pack das mal. So, ich. Ich pack den Chat mal über meinen Charakter einfach. Das stört er am wenigsten. Reicht, wenn ich meine Lebensleiste sehen kann. Also wie gesagt, Sunny weiß, wie das Spiel funktioniert. Ich habe mit ihm, wie gesagt, einen Run zumindest gemacht. So, zuallererst, das hier kennst du noch gar nicht, falls du das jetzt gerade bei mir siehst. Man kann hier täglich sich noch einen Bonus abholen. Okay. Sehen tue ich es gerade nicht, aber ich höre es. If enemy life is full, application free pacification heißt, deren Angriff wird dreifach gesenkt. Oh, das hier klingt in der Mitte gerade richtig gut. When entering a new room, restores 10% of life. First Zodiac Chest opened has one mythic aura garantiert. Also eine mystische Aura, eine Ultra-Aura garantiert. Aber ganz ehrlich, ein Raum betreten und 10% Leben regenerieren, das klingt am besten, wenn du mich fragst. Ja, das klingt echt gut. So, das sollte so funktionieren. So, dieser Charakter So. wollte mit mir reden, als ich das Spiel gestartet habe. Congratulating me because this proves my devotion to the cause? I'm congratulating you because Pisces is strong enough to ruin entire civilizations. She's an unparalleled assassin. And yet, you survived a fight against her. Die schlimmsten Bosse kennst du noch nicht. So, erstmal hier alles collecten. We have new stories to tell. Ich schleife den gerade hinter mir her. Ja, wie gesagt, ich muss gerade ein bisschen nebenbei machen. Hier können wir gerade nichts freischalten. Got time. Words can Da wait. habe ich alles freigeschaltet. Er spielt übrigens die Kristalldame. Die wirft so Kristalle vor sich und die kann er mit seinem Signature Move wieder zu sich zurückrufen. Die kriegen dann irgendwelche Attribute drauf. Let's go for a walk. So, im Multiplayer ist es übrigens so, dass wir hier getrennt unsere Sachen auswählen können. Meins ist hier links, deins ist rechts. Ach so, ja, ich sehe es auch gerade. Gravitas. Ah, den Zauber hatte ich noch nie, den nehme ich mal mit. So, Mist of Plumes, a jump, wings upon the rain of Vergiss splatter, nicht, dass du downward mit pressing. L1 auch eine Vorsicht. Mit L1. Oh. Ja, ich hab's auch gerade gemeint. Egal, dann ist das halt so. Passt schon. Du hast jetzt kein Spell, ne? Ja, ist Keinen okay, ist guten. okay. Glorreicher erster Auftritt. Drei Feuerbomben. Oh! Ja, nehme ich.
Meine Drohne regeneriert jetzt Mana. Und Gemhead applies one poison. Das klingt schon mal nicht verkehrt. 25% Chance, 75 Gems into Ruby Mox. Ruby Mox creates one combustion. Increase the signature spell damage by 50%. Poison oder Combustion? Combustion weiß ich nicht mehr, was es ist. Das klingt nach einer großen Large Fire Explosion. Da rechts steht aber auch zum Glück immer eine leichte Beschreibung. Ich glaube, ich gehe auf Feuer. Ich habe es jetzt schön, pass mal auf. Wenn ich das hier aktiviere, dann wird einfach 3 Mana regeneriert. Das ist wunderschön. Das ist geil, ja. Der rechte bringt mehr. Ja. Fanny kennt schon die Regel mit immer das, was am meisten Sterne gibt. Den kennst du noch, ne? Au. Du machst das. Oh, Gravitas ist ja richtig geil. Hallo, gib mir auch Heil-Item ab. Schon mal 3 Schlüssel. Wir starten ja standardmäßig mit 4. Oh, hier haben wir auf jeden Fall Gambits. Hier hätten wir mehr Diffusion. Gambit. Alles, was eine Aufwertung für unsere Angriffe ist, ist immer gut. Weißt du doch. Ja. Gravitas! Vergiss nicht, dass du mit Dreieck hier auch noch die Special-Fähigkeiten hast, ne? Ich weiß. Das hier hast du übrigens bei unserem Run nicht gesehen. Wenn man die Dinger hier einsammelt, dann kann man im Hauptmenü sich hier Skins damit kaufen. Ah. Aua. Nee, das Ding kann man nicht angreifen. Schade, es war ein Versuch wert. Oh, eine Feder. Ich nehme mal die Feder für meinen Gravitas. Weil das ist richtig. Jo, das ist ein Zauber, habe ich gerade kennengelernt, dass er echt stark ist. So, wir können uns beide eins jeweils nehmen, ne? Needed increases damage. Summons 2 Zaplings. Die habe ich dir schon mal erklärt. Aus Steam. Ja. Ich glaube, ich nehme die. Obwohl. Ja, Ah, nee. Ich. Doch, einen wirst du ja definitiv noch behalten. Bis mindestens Hälfte. Na egal, jetzt habe ich jetzt verkauft. Das ist egal. Heilung 3, brauchen wir noch nicht so wirklich. 2, 3, also hier rein. Bisher geht es uns mit dem Leben gut. Jo, außerdem werden wir sowieso geheilt, wenn wir den Raum betreten. Gravitas! War ich dein Ziel oder was? Aber immer doch. Geil, das greift sogar von unten aus. Aua. Der hat so einen Morgenstern um sich rum, der eine da. Das ist ein Elite-Gegner. Jo, den haben wir aber relativ easy weggehauen. Und wir kriegen einen Spell. Diesmal nicht verkaufen. Ja. Oh, ich weiß schon, was ich nehme. Energy Orbs that each trial leads forward. Den linken unteren, wenn du dir vorher angucken willst.
Summons Portals firing a laser beam piercing through enemies. Du kannst mit, wenn du den gedrückt hast, halt die Preview angucken. Mhm. Ah, der wird lame. Ja. Oh! Ja, ist egal, welchen du austauschst. Fire Rain? Das ist deiner. Ich wollte mir die anderen beiden nur angucken. Ich nehme auf jeden Fall Ceritas mit, weil Ceritas ist richtig stark. Hm, das glaube ich. So, und den alten kannst du ja verkaufen. Genau. Selber. Oh, Challenge Room. Da wartet uns jetzt eine Challenge, wenn wir die schaffen, dann der Boss, der dich beim ersten Mal vernichtet hat, der wird dann unser Verbündeter. Seiner Challenge darfst du, glaube ich, nicht getroffen werden. Nee, du darfst den Boden nicht berühren. Destroy every flying dummy without touching the ground. Do that, and you'll get my respect. Wait, wo bist du? Muss ich das alleine machen, oder? Scheinbar ja, ich darf nicht. Du darfst nicht den Boden berühren. Ach du, die Dinger verschwinden auch teilweise. Hab ich gesehen. Dein Spay hat dich gerade gerettet. Ich weiß, deswegen habe ich ihn ja benutzt. Nein! Ah, oh, ich wollte eigentlich. Verdammt. Können wir das nochmal versuchen? Nein. Shit. Schlüssel haben wir gerade genügend. 4 Sterne. 3 Sterne, dann ab da rein. Ja, Schlüssel haben wir ja gerade 5. Reicht für jede Kiste. Ja, müssen uns ja auch was im Laden gleich kaufen können. Dein Laser ist ja gerade mal komplett ausgerastet. True. A unique monster. Er hüpft mich plötzlich an. Ja, das ist sein Angriff. Jeder greift auf andere Art und Weise an. Ich hab damit nicht gerechnet, weil der das letztes Mal nicht gemacht hat. Ja, der war ja auch schnell genug tot. Verbesser du ruhig deinen Zauber. Wir können jetzt nicht beide einmal einsammeln, ja. Leute. Auf Prismatic Beam, genau. Ja, bei den Standard-Spells lohnt sich das halt überhaupt nicht. Oh, du darfst jetzt einen der Special-Bosse kennenlernen. Stay on alert. Achtung, die sind heftig. Okay, meinst du, wir schaffen den schon? Ich habe ihn schon geschafft, die Hydra. Keine Sorge, der ist ganz einfach. Sind ja ein Dream-Team. Du musst da durchdodgen. Ach so. Wenn du dodgst, bist du auch kurzzeitig unantastbar. Aua. Wenn er so eine blaue Bubble um sich drum hat, dann ist er unantastbar. Na, shit. Den schaffst du, der hat nicht mehr viel. Hab dich belebt. Der mag nicht. Na.
Ich sage ganz ja, einfach. Aber das Schöne ist, wenn du ihn besiegst, kriegst du eine Aura unten Gambit. Das ist natürlich sehr nice. Außerdem kriegst du massig Sterne. Du kriegst sogar einen Gambit-Stock geschenkt. Ja, ich hätte gerne hier mehr drauf. Und Spellcast creates von Meteor. Das ist ziemlich gut. Ja, der Feuerschild ist immer gut. Und du kannst dir auf deinen Zauber noch einen Slot zusätzlich draufpacken. Das mache ich auf jeden Fall. Oh, das hier ist auch richtig geil. Da kriegen wir jetzt einen ultimativen Bonus. Nicht sofort drücken. Ja, wenn wir bei der Bar sind, alles halber Preis. Wenn wir den Signature-Spell nutzen, dann kommt der Pentner auf der Höhe, wo wir sind, und der rast dann einmal durch und haut alles. Der Pentner ist richtig gut. Wenn ich das jetzt zum Beispiel hier mache. Angriff! Kann ich auch ein eigenes kaufen, oder? Ich glaube, du kannst ja auch noch eins mitnehmen. Dann würde ich das entweder das oder ganz rechts mitnehmen. Ich glaube, ich nehme hier das hier. Ja, ich kann auch noch eins mitnehmen. Let's go. 5 Sterne. Wir haben echt gerade genug. Haben wir noch genug Schlüssel? Nee. Was haben wir? Nee, okay. Nur 2. Ja gut, dann auf jeden Fall hier rein. Oh, hi! What are you doing here? I needed to have a word with you. Now you want to talk? Auch einer der Bosse. Listening. You tested me. Yet I have another test for you. And I appreciate. Oh, ich darf's diesmal versuchen. Oder? Warte mal. Ein Prank. Ein Prank? Scheinbar. Fight Challenge. Ah, nee. Ah, wir müssen sie ganz schnell besiegen. Du bist gerade unantastbar. Kann ich denn Schaden machen? Ja, aber sie können dir gerade keinen Damage machen. Zumindest solange du diesen Effekt auf dir drauf hast. Dann verteile ich gerade mal eben schon mal Kristalle. Okay, verschwinden auch nach einer Zeit. Das ist ein bisschen doof. Das war ja easy. Eigentlich müsste der jetzt hier so eine riesige Kiste spawnen. Ja, dann geht's wohl schon zur Bar. So, erst einmal Healing für uns, ne? Mhm. Dann holen wir noch was für schlechte Zeiten. Angriffsgeschwindigkeit oder Armor? Also ich persönlich wäre bei Attack Speed. Armor lohnt sich auf jeden Fall später, das sage ich dir. Crit Hit oder Max Life? Okay, haben wir eh nicht mehr genug. Aura haben wir momentan beide noch keine. Wir recyceln das nicht, können damit ja welche aufwerten. Und Jump Wings Opening mit Random Projectiles, Damon Classic Air Attack. Der Ice Thrower ist kacke, das kann ich dir jetzt schon sagen. Mhm. Den gönne ich mir mal. More spells. Was macht Target? Wenn die das Target auf dich drauf haben und du die dann hittest, ist es safe ein Crit. Ah, okay. Kannst du auch ruhig nehmen. Weiß nicht, ob ich das will. Ich das. Ansonsten packe ich es jetzt bei mir gleich drauf. Ja, doch, dann nehme ich das.
Der Zauber, der wäre auf jeden Fall besser als dein Standardzauber. Du hast es irgendwie damit, ne? Ja, irgendwie schon. Vulnerability. Nicht gedrückt halten, wenn du die Dinge ausrüsten willst. Nur antippen. Das ist eh kein Zauber für dich. Das packe ich hier mal drauf. Oh, und each hit 40% chance to apply one vulnerability. Das wäre auch was für meinen Tornado. Weil der macht echt viele Hits, soweit ich das gesehen habe. Das zu restoren, das würde jetzt nichts bringen, weil nur die, die wir noch nicht gekauft haben, stellen es wieder her. Ja gut, legitim. Warte. Bossraum. Guck, das würde halt viele Hits machen. Warte noch eben, bis der Cooldown so zur Hälfte runter ist. Ich wollte nur mein Mana auffüllen. Meine Drohne platzt. Bei den Bosskämpfen mache ich uns übrigens generell immer aus dem Bild, ne? Zumindest okay. Für die Sequenz. Es fehlt mir bei jedem Boss noch eine Sequenz. Also es gibt pro Gebiet 3 verschiedene Bosse. Capricorn und den anderen habe ich auf jeden Fall halt schon gehabt. Aber es gibt ja noch einen dritten. Und das ist der dritte. Die dritte, Entschuldigung. Virgo. I read in your eyes quite a dark motivation. Virgo, I've been told about you. I'm not scared. It is good to know my name still means something. Let's check. Virgo, Sternkreis, der Dame oder was sie naht. Ich habe keine Ahnung, was die kann. Die habe ich, glaube ich, noch nie besiegt. Beziehungsweise nicht bekämpft. Express Delivery. Aua. Die mag mich nicht. Gravitas. Autsch! So ordentlich denn. Ja? Nein! Oh fuck. Aua! Oh, das war gemein! Komm! Aua! Angriff! Vergiss nicht, dass du einen Heal hast, ne? Ja, ich weiß. Oh! Defeat Virgo! Virgo freigeschaltet. Zum ersten Mal Virgo besiegt. In der ersten Ebene brauche ich uns auch nie wieder aus dem Bild packen. What is? Weil ihr habt dann jetzt alle Bosse einmal als ein Video gehabt. Nothing of your business. Go. I need time to reflect on this fight. Es klingt irgendwie so, als wäre mir gerade wie eine Fliege gewesen. Wären einfach nur da zum Nerven. Oh. Okay. Nee. Wenn ich durch Enemies durchgehe, dann mache ich, dass sie Ignition kriegen, wodurch sie auf dem Feuer sind. Und wenn der Ignition trifft, dann kommt nochmal ein Puls, der auch nochmal Feuer draufpackt. Ja, danke. Enemies burn, die jetzt 15 more damage, when Hero the Hit creates 5 Shield for a sec. Fizz Ember. Ja, das in der Mitte macht bei dir am meisten Sinn. Die anderen beiden sind halt ein Booster für Sachen, die du gerade gar nicht hast. Ja.
Hoppa. Time to feel the sand, I guess. Okay, was haben wir denn Schönes? Ja, Crit-Chance erhöht zusammen mit zwei. Meistens, wenn ich einen Crit mache, klingt sehr nett. Timmons von Wills? Yali, was soll das denn Yali? Macht einen Random-Effekt mit Cuteness. Free Lightning. I mean, Random Effect ist nicht schlecht, let's go. Bei allen drei Dinger, bei allen drei beschwörst du was. Wir gamblen. Let's go. Ja, oh, haben ja noch 6 Schlüssel. So, das Gebiet kennt der Sunny noch. Da war dieser Puls. Dieser Puls, der macht, glaube ich, bei allen anderen Gegnern dann Schaden. Ich mach mal Celeritas hoch. Du hast ja eh den einen Zauber da nur. Den hast du ja schon einmal geboostet. Ja. Celeritas habe ich noch gar nicht geboostet. Oh, Geld. Achtung, böse! Andromeda's Trials? Das kenne ich noch gar nicht. Techno Damage Reach. Oh Gott. Okay, das muss ich alleine machen. Viel Spaß dabei. Ach, das da unten zählte schon. Kannst du da nochmal rein? Nein. Ey, wie geil ist das, der in dieser Puls? Die machen sich jetzt einfach gegenseitig Damage. Hä? Kannst da durchsprinten? Jetzt. Dann wirst du durchgeboostet. Ja, es hat gerade aus irgendeinem Grund nicht funktioniert. Na komm, dann haben wir ein paar auf Reserve. Ja, ist vielleicht nicht unbedingt verkehrt. Oh, ich hab Enrage! Jetzt werdet ihr vernichtet! Deine Yallis haben offenbar Slimas gespawnt. Let's go! Aber wodurch bin ich denn in die Luft geflogen? Was weiß ich? Ja, haben 8 Schlüssel. Wenn da unterschiedliche sind, haben die anderen dann immer das den höchsten Wert, der gerade verfügbar ist. Das Ding kannst du nicht angreifen und auch nicht blockieren. Das Geile ist, das mit dem Dash, das hat offenbar auch gar keinen Cooldown. Ist ein bisschen unpraktisch, dass sich das bei dir automatisch aktiviert, wenn gerade keiner da ist. Das hier hast du auch noch nie gesehen. Das ist so eine Geschichte, die man freischalten kann zu irgendeinem Charakter. Also diese Seele, die du gerade so tot hängen gesehen hast. Böse. So, den einen habe ich einen Puls gegeben. Da war noch ein zweiter. Den habe ich mir nicht eingebildet. Sag ich doch. Ja, aber ich booste deinen Zauber ruhig. Ja, nicht die Federn. Die Federn sind kacke. Nee. Und was haben wir jetzt für Räume vor uns? Okay, kurze Erklärung. Hier können wir uns ein Gambit unserer Wahl nehmen.
Hier haben wir wieder Zauber. Also entweder wir boosten alle unsere Zauber um 1, können Gambits drauf freischalten oder generell einen Zauber bekommen. Und hier können wir unser Leben abgeben ein bisschen, aber dafür diese Federn bekommen. Ich würde, glaube ich, am ehesten zu Spells gehen. Da könnten wir uns... Hätte ich jetzt gesagt. Ja, lohnt sich auch am meisten. Ich weiß nur nicht, ob wir uns beide einmal gönnen können. So ancient. So powerful. Du brauchst eigentlich mal ein paar anständige Spells, nimm das. Ja. More spells. Ich glaube, deine sind rechts. Nur andrücken, nicht gedrückt halten. Mist of Plumes. Ja, das war das, wo du so viele Schüsse runterregnen lässt. Das war das. Und das habe ich schon, das ist das, ne? Ja. Ja. Dann nehme ich den. Ich hatte jetzt irgendwie erwartet, dass du den schon wieder wegdrückst. Nee. So, Incendium war... Ah, das schießt mit mir. Na gut, ist immer noch besser als die Sphäre. Ich bin alle Standardzauber losgeworden. Oh, Aura. Auchen sind immer gut. Da braucht, wenn Auchen zur Auswahl stehen und wir noch nicht Auchen voll haben, immer Aura. Man triggert sich zu Tode, wenn man die nicht mitnimmt. Du bräuchtest dafür einen geringeren Cooldown. Das hat einen Cooldown von 40 Sekunden, das ist schon heftig, ja. Das stimmt. Nimm das für deine Federn. Für den anderen Zauber, den du gerade geholt hast. Gleaming Feathers war das, ne? Nee. Mist of Plumes, das ist. Ja, das meine ich. Der ist schon standardmäßig auf 2. Maximal ist 200. Also 200%. Lol. Also den kann man bis zu 10 mal boosten, die Zauber. Angriff! Wie schön ich mit dem Zauber die auch vor mir weghalten kann. Ja. Das ist ein richtig guter Zauber gegen die Nahkämpfer. Ah, das Incendium ist aber nicht so geil. Wenn er so schnell schießen würde wie ich, wäre der geil. So, was haben wir denn Schönes? Die Linken sind wieder meine. Lass dich zuerst gucken. Increases Meteor Damage. Ja, Meteor habe ich nicht. Was macht das andere? Increases Ice Fragment. Es bringt mir halt beides nichts derzeit. Ja, kannst du savagen. Sind beide unnütz. Oder habe ich irgendwas? Was damit? Ich meine nicht, dass du Ice Fragmente hast. Nee. Du hast auch den Meteor nicht. Ich habe Toxic Fires hier. Ja, dann tue ich beides savagen. Kannst nur eins. Ja, okay. Und Dash creates 3 Sparks. Ja, ich sollte nochmal was auf dem Dash haben. Oder wenn, wenn ich alle Spells genutzt habe und die Freshen 2 Wisp. Ja, das ist ja kein Cooldown, deswegen nehme ich es. Ist zumindest irgendwo nützlich. Wir schaffen das. Vielleicht willst du den anderen hier auch direkt nutzen. Der ist heftig. Den habe ich bisher nicht einmal geschafft. Bleib bloß nicht in seiner Nähe. Autsch. Ja, das meine ich mit der jetzt heftig. Zack, bin tot. Bitte. Oh, ich hab's gerade so noch geschafft. Angriff. Bei den Eislingern darfst du nicht stehen bleiben. Oh! Wir haben ihn gerade so. Alter, 6 HP. Stargur, den Monoceros, defeat Monoceros. Wie gesagt, den habe ich vorher nie besiegt. Vielleicht willst du nicht gleich beim einem Windsgegner sogar absichtlich einmal töten, weil wenn ich ihn wieder überlebe, hast du so um die 100 Leben. Ja.
Oh, das Plasma ist richtig gut, das kann ich dir jetzt schon sagen. Das Plasma ist richtig stark. Ja, Kinder. Safe. Dann hast du auch was auf deinem Plumes. Ja, was war nur blieben für was, ja. Okay. Also Plasma ist so gesehen wie eine Art Geschütz. Erstmal, wo. Ja, Gravitas hat uns zwei Slots sonst. Ich würde einmal kurz noch. Ja, kannst du halt einen Slot dann zusätzlich machen? Ja, ja. Nee, ich nehme die zwei Meteoren. Wir brauchen noch 5 Verschlüsse. Was hat der andere? Der Dings, wie viele? Ich würde sagen, Quarz haben wir momentan genügend. Ja, das ist ein geringerer Schlüssel. Ja, das wollte ich nachgucken, wie viel der hat. Wie gesagt, eventuell willst du dich von einem Winzgegner sogar absichtlich töten lassen, dass ich instant wiederbelebe. Lass dich mal von dem tatsächlich einmal absichtlich töten, dann belebe ich dich sofort. Ja, gut, wenn der auf mich zielt. Ja, genau. Ich kann ihn ja mit Gravitas sogar von mir wegschieben dann. Ach komm. Töte sie lieber erstmal. Bevor du jetzt auch noch drauf gehst. Guck, da hast du dann wenigstens 100 Leben. Ja. Weg. Jetzt könnten wir diesen Heilraum gebrauchen. Oh, Katzenvillage! Das wird dein neuer Lieblingsort. Das sage ich dir jetzt schon. Guck mal, da oben! Oh, Slime Damage. Fall Attack creates 4 Slimes. Sind hier mehrere? Ich weiß nicht, ob wir uns beide eins nehmen dürfen. Deswegen lasse ich dich. Also, Slimes haben wir beide nicht. Ich würde Fall Attack ist das hier. Ja, das weiß ich, das weiß ich. Ich glaube, dann nehme ich die. Oh. Nimm lieber das mit den Spellcasts, weil jedes Mal, wenn du einen Zauber nutzt, dann schießt du auch gleichzeitig 2 Missiles. Die sind eigentlich schon durch. Ja, ja. Ah, ich darf mir auch eins nehmen. Okay, dann nehme ich das hier. Das dachte ich mir. Bam! Guck mal! Hey, Freunde! Leider recht ist mehr wert. Das erinnert ja jetzt auch nichts an der Schwierigkeit, wenn man die höheren Sterne nimmt. Move. Ey! Frech. Ja, ist schon irgendwo frech, dass du an mich gebunden bist. Das stimmt. Angriff! Das war wohl der Elite-Effekt. Der hat sich gerade mal eben selber in die Luft gejagt. Ich mag Gravitas. Glaube ich dir. Ich hätte ihn auch gern. Ja, kannst du den dann, wenn ich ihn durchgespielt habe, ja auch dann nutzen. Achtung. War das nur für den Char oder Gravitas? Das Gravitas ist nur für den Char. Ich bin einmal durch die durchgedasht und habe auf alle diese Impulsaucher gemacht mit dem Feuer. Ich finde die auch irre geil. Och, wir sind jetzt schon bei Andromeda. Ja, woanders hin können wir ja nicht. Ja, nutzt mal die Charts, die du gerade hast, dann kaufen wir eh neu. Weil das wird nicht hochgejubelt. Ja, heil ich, hol direkt nochmal. Jo. Einmal R2. Kann ich hier nochmal heilen, ja. Aber wir werden es brauchen. So, Max Life? Ja. Max Life, oder? Definitiv. Safe. So, du hast den Feuerschild und die eine, du kannst da ja sehen. Du würdest 3 Missiles dann machen und die würden mehr Damage machen. Oder halt ein Fire Shield. Die machen dann noch Chance, Ignition zu bekommen und weniger Cooldown. Kann ich diesen Dash bei mir aufwerten? Wenn ja, wäre das ja ultra heftig. Schau mal nach. Nee, ist auf mal Maximum. Das wäre jetzt nicht so wichtig. Ja, komm, verbessere ruhig deine Missiles. Und ich habe was Besseres für mich auf jeden Fall gefunden.
als den Zauber hier. Miseria. Mhm. Warte, ich kann es ne, ja einmal zeigen, hier über das Preview. Der ist ziemlich. Das ist Miseria. Gut. Ah, okay. Den Zauber, den mag ich richtig deuten. Also der Zauber hier, mit dem werde ich nicht warm, der diesen kleinen Orb über mir macht, der ab und zu mal mit angreift. Mit dem werde ich echt nicht warm. Ich will nur den hier eben verkaufen, bitte. Danke. Ja, das ist der Standardzauber. Ja, den wollte ich jetzt salvagen. Thunderstrike ist jetzt nicht so das Wahre. Pacification ist eigentlich ganz gut. Weil damit können wir deren Angriff senken. Kriegt einen Bonus auf Elektro, oder? Ja, auf Line. Dann würde ich das tatsächlich nehmen für meine Falchions. Ich würde das hier bei meinem Celeritas mit draufpacken. Das eine da resettet sich sowieso nicht. So, was haben wir denn hier jetzt gerade dazu? Lightning Orb? Das würde mir tatsächlich auf dem sogar was bringen. Weil ich krieg ja Elektrobonus auf dem. Ja. Jetzt habe ich halt nochmal eine Chance, Lightning Orb zu generieren. Stackt das? Ja, zum einen stackt das und zum einen kann das beides gleichzeitig getriggert werden. Crazy. Möchtest du das einmal resetten? Ich glaube, wenn ich das resette, kommt dann nur was für mich raus und ich habe schon maximal an Zaubern. Ja, ich schau mal. Also den Gamble-Slot, den mache ich auf jeden Fall mal hier. Nee, das ist der von dir, oder? Oh, den wollte ich. Vor all Items from Lichem im Pendler. Ja, gebrauchen kann ich den nicht. Das ist, glaube ich, derselbe Kack-Op, den ich gerade eben hatte. Verkauf den. Ich wollte den eigentlich nicht kaufen. Ich wollte den eigentlich nicht mehr angucken, weil das war, glaube ich, deiner. Ja. Egal, passt schon. Warte. Kann ja sein, dass ich den Boss noch nicht hatte. Ja, genau. Parsec wollte ich gerade öffnen. Let's meet again. The Zodiac. Which one? Ah, das ist eine gute Frage. Welcher davon? Ah, den hatte ich auf jeden Fall schon mal. Das ist, der macht so sich in dir rumfliegen, kreissägenmäßig. Ich sag dir erstmal, den hast du ja noch nicht kennengelernt. Die Backstory von meinem ist übrigens, dass die Zodiacs erst seine Mutter komplett alles genommen haben, die aufs Maximale getrieben haben, bis Rage nur geht, und dann vor seinen Augen seine Mutter getötet haben. Uff. Also. I don't care. Have it your way, kid. Achtung, der ist auch stark im Nahkampf. Gut, dass ich mich relativ fern von ihm halten kann. Das meinte ich übrigens mit der Kreissäge. Ich meine, der macht das immer zweimal. Ab der Hälfte macht das dreimal. Übrigens, der Feuerschild macht nicht, dass du keinen Schaden kriegst. Ja, ich weiß. Autsch. Okay, ich habe zweimal seine Abwehr gesenkt. Mach da nicht den Fehler zu springen, wenn ihr das macht. Haha, Schild! Oh, kommt nochmal. Bei Gravitas ist bei Bossen übrigens echt kacke. Gut, dafür hat er eine Overworld insane geil. Oh, shit. Aua. Bin tot. Verdammt, nicht aufgepasst. Ah, du bist auch kurzzeitig unantastbar, wenn ich dich belebe. Ja, ich war invulnerable. Am besten ausweichen, nicht hochspringen. Der schlägt immer zuerst den unteren. Achtung, jetzt sind seine Angriffe noch heftiger und machen Feuer. Au.
Ja. Au! Muss heilen. Oh, fuck. Ja, komm! Aua. Na komm! Sunny? Ja? Verlass mich doch nicht! Gleich musst du mich, glaube ich, einmal beleben. Oh, diese Lex gibt's. Ich mach den Fehler jedes Mal. Er ist fast tot! Oh, gerade so, ey! Ich mach diesen verdammten Fehler jedes Mal dazu springen. Das ist doof. Man darf, wenn er diese Steine macht, nicht springen. Ja, den Fehler habe ich aber auch beim ersten Mal so oft gemacht. Gut, dann fühle ich mich jetzt nicht allzu doof. Okay, guck dir deine zuerst an. Und Dash creates Sparks for each poison stack on enemy in crit strength. Ich hab ein bisschen Poison, aber nicht genug. Ja, ich nehm Dash Sparks auf jeden Fall. Ja, das sind so kleine Elektrokugeln, wirklich kleine, die so ein bisschen rumwüpfen. wann werden die gespawnt? Wenn ich mich heile, dann werden drei Missiles gespawnt. Dash macht einen Lightning Orb. Okay, das kann man nur einmal upgraden. Heißt das jetzt, alle 3 Sekunden wird dann einer gespawnt oder verstehe ich das falsch? Klingt so, ja. Weil das wäre eigentlich ganz nice, denn dann wird nicht durchgehen, welche die helfen. Ist das Beste, was da gerade rumsteht. Sparks auf Stufe 3. Warte, wir gucken, jo. Können ja einfach mal gucken. Ja, guck mal, 3 Sekunden warten, zack, der Nächste. Lol, okay, das ist cool. Guck mal, wir haben jetzt kleine Companions. Yay! Durchgehend. Und wir sind fast tot. Also Hälfte tot. Perfect place to meditate. Oh, das ist sehr gut. Ich nehme das mit dem Cooldown runter. 2 Meteoren, ein Wisp oder ein toxisches Gas. Nämlich eher das hier. Ach, es sind Target. Okay, meine Drohne schießt die ganze Zeit immer so 4 Raketen und die machen dann nochmal eine zusätzliche Messer, jede einzelne. Das klingt auch ganz nett. Das ist wahr. Ah, und ich habe gerade was gemerkt, die Rewards, die teilen wir uns nicht. Also du kannst die ruhig nutzen, wenn du meinst, die sind alle kacke. Ah, okay. Das funktioniert aber nur für diesen, die für den Linken sind, ne? Also das funktioniert nicht für den Rechts. Das klingt sehr gut. Ja, das in der Mitte, das klingt... Chapter from Gems into Ruby Marks. Das hast du, glaube ich, schon. Combustion. Das hatte ich schon, ja. Das klingt richtig geil. Ich sammle jetzt Nimbus. Was ist zur Hölle ist Nimbus? Voll ist ein Cast Thunder. Eine statisch geladene Wolke, die durchgehend immer mal wieder so einen Blitz runterschießt. Der macht aber nicht so extrem viel Schaden. Aber du würdest 3 gleichzeitig holen, also könnte schon irgendwo gut sein. Ja, ich glaube, das kann ich nicht rerollen, ne? Oder? Nee, das rechte kannst du nicht rerollen, aber das linke. Das rechte, das habe ich noch nicht freigeschaltet. Ein Basic Grids 5 Slimes. Das klingt auch nicht verkehrt. Die Slimes, die treffen, glaube ich, sogar eher. Und die ist, aber den Nimbus, ich glaube, der hat auch noch die zusätzliche Chance, noch Elektrizität, den dran zu hängen. Musst du aber wissen. Stimmt, den Nimbus. Und James, someone man. Das ist nicht schlecht erstmal. Ich weiß Max Gem steht bei. Ich würde das ganz links nehmen. Alles, was Mana regeneriert, ist immer gut. Ja. Ja. Ich krieg zwar nur 1 Gem statt 3. 3 mehr. Aber das Mana, das macht's halt aus.
Du kannst halt deinen Mana mit deinem Base-Angriff. Oh, warte. Das ist jetzt so gesehen ein richtig netter Dude. Wir geben ihm jetzt so ein paar von unserem Schlüssel beispielsweise oder von den Sternen. Ich würde die Sterne nehmen. Und jetzt haben wir die Chance, wenn wir ihm jetzt so 6 Sterne geben, bis zu 26 zurückzubekommen. Ah. Oh. Und? Wie viel haben wir jetzt bekommen? Wir haben 22 dazu bekommen. Let's go. Deswegen mag ich den Typen. Das nenne ich mal ein Plus. Gambit. Achtung, die sind ja alle so, ich will dir ins Gesicht springen mäßig. Wolken! Die Außer, da ist übrigens eine Falle. Ah, das sind sie. Das sind die Dinger, die müssen halt droppen nachher, wenn ich es zu mir zurückrufe. Das Ding ist kein Gegner. Wie gesagt, die sind hier alle so Richtung, ich will nicht anstrengen. Ja, die machen Elektro-Damage. Au. Kannst ruhig was von dir boosten. Nee, warte, wir nehmen mal das rechte. Wir nehmen mal das hier. Dann können wir uns beide einen Boost nehmen. Ich nehme mir auf jeden Fall mal die Armor. Das ist Strength. Ich nehme die Attack Speed. Ich vergesse die ganze Zeit, dass ich Slima spawnen kann, wenn ich voll Angriff mache. Meine kleinen Companions. Das Ding da ist für uns. Oh. Das hier in der Mitte ist ein komischer Azurit-Kristall, oder? Genau, genau. Das ist der Azurit. Creates Plasma. Inspectors Restores Life. Oh. Hallo, was hast du denn da für ein Ultra-Ding? Ich nehme auf jeden Fall Rest. Na. Warte mal, kann ich das nehmen? Weil ich habe doch was, das mir Boost gibt, wenn ich heile. Wenn du es nehmen kannst? Ich kann. Dann nimm. Weil ich habe ja was, das mich boostet, wenn ich mich heile. 20% zu triggern, 50% um Burn zu triggern. Das ist einiges. Okay, hier habe ich keinen Space mehr. Da sind noch zwei. Ich mach's hier. Ist zwar nicht das Beste, weil ich hier eigentlich eher Elektroangriffe haben will, aber. Warte, ich guck gerade nochmal. Energy Strikes. Was, oder? Nee, hier bei Signature Spell. Irgendwo hatte ich was, das, wenn ich Leben regeneriere, das doch erhöht, oder nicht? Oder habe ich das nicht genommen? Ich weiß es nicht. Warte, drück, du kannst, wenn du auf deinen Angriff gehst oder hier auf das Teil hier auch gucken, was du da so draufgepackt hast. Ja, das weiß ich. Guck mal bei deinem normalen Angriff. Nee, dann hatte ich das nicht mitgenommen. Naja, kriegst nochmal die Chance, eine gute Aura zu kriegen. Ach, alles gut, ich bin mit dir jetzt eigentlich auf 50% Burn is not bad. Meine Freunde. Und ein kostenloses Jalli-Ticket kannst du einsammeln. Das würde mir, wenn was bringen. Was aber ist denn das? Increases Wisp Damage. Hast du auch Wisps, ne? Ja, aber wenn ich den Refresh mache und ich finde die anderen drei, die ich habe, die ich, wovon ich eins abgeben müsste, sind wesentlich besser. Hm. Ist hier noch ein anderes Ding? Ah, okay. Das gehört nicht dazu. Dann kann man das ja eben kurz. Ich würde gerne meinen Gravitas verbessern, darf ich? Mach das, mach. Gravitas ist insane. So, if life is above 70%, if life is full, it has free vulnerability. Increases the damage by 5 per stack. Und Spellcast creates one Yali, creates one freeze Yali. Ich würde das an deiner Stelle nehmen. Ich habe doch auch allgemein Yali Stuff, ne? Ja. Aber welcher Spell von mir hatte Yali nochmal? Und, nee, was der? Nee,
Irgendeiner hatte Yali. Hä? Yali-Pause. Bei dem normalen Angriff. Auf dem normalen Angriff. Also du kannst sie erst ruhig nehmen. Du hast noch einen Platz frei. Ich will wissen, was das hier ist. Ja, bitte. Das nehme ich statt den Sleemers. Das nehme ich anstatt den Wist. Die Wist sind nämlich echt kacke. Leben haben wir gerade ganz gut. Drei Schlüsse, Difficulty 3. Ja, da. Let's hurry. Quickly. Gravitas! Ich hab da viel drin gehabt. Ich hatte viel gerade in dem Gravitas drin. Yo. Crazy. Von dem Tintenfisch-Dude fernhalten, bis er seinen Angriff gemacht hat. Der sticht in alle Richtungen. Ach, das ist so schön, um die von sich wegzukriegen. Aua! Ja, der spawnt einen Laser auf dich drauf. Da musst du perfekt ausweichen. Oder wenn du den Kontercharakter hast, kontern. Echo, 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 Echo. Hä? Echo? Echo! Achso. Oh, also Ikki Support klingt sehr gut für die Bosse. Once per Island. Ja, den halten wir uns auf jeden Fall zurück. Den nimmt einer von uns. Thunder Dash for 10 seconds. Alter Business. Once per Room. Alter Business Fight. Aber es gibt wohl keine Möglichkeit, das irgendwie zu triggern. Nee, das von Olun ist jetzt nicht so geil. I mean. Also, Ikki nehmen wir auf jeden Fall mit. Ja, ich würde wahrscheinlich sagen. Das Geile ist, es gibt auch einen Echo, der macht den Bossen, auch die in diesen Special-Räumen, mindestens 20% ihres Lebens weg. Okay, das ist direkt nice. Beim Start. Deswegen immer das die Echos mitnehmen. Die Echos muss man immer mitnehmen. Ja. Ohne die schaffst du auch den Endboss nicht. Na gut, das hier würde unseren Mana regenerieren. Enrage ist halt, dass unser Angriff geboostet wird. Mehr Angriff? Das ist schon insane. Bei dem ist, da ist es egal, wer von uns beiden das nimmt. Ja, das boostet ja uns beide. Wegen Thunder Dash for 10 seconds. Ja, Ulun ist kacke und das andere ist ein nicer Boost. Ach, guck mal, wir können wieder jemanden challengen. Willst du es wieder versuchen? Na, mach du lieber. Ich weiß nicht, was mit meinem Leck so gut ist. Durch Parsec. Out of my way, I don't have the time. No, wait, you might want to hear this. Die Challenge kenne ich noch nicht. Together, if you beat me in a fight right now. Up for it? Of course. Ich weiß nicht mal, was die Challenge ist. Helped by someone of my intellect. Beat her in a fight, also. Lava clods into the ground to keep them from exploding. Was? It's just whack-a-mole. Do a plunging attack to hit them hard. Should be easy for you. Da müssen wir vor der Tech die Dinger raus. Genau, wieder in den Boden stampfen. Was auch immer Klotz ist? Was ist Klotz? Ah. Oh. Easy. Sehr schön. Das war echt easy. For a moment there, I thought you'd fail. But you didn't. Don't scare me like that anymore. Versuche ich nicht. Die nächste Challenge ist dann safe, deine. Weil man kann nur einen von denen mitnehmen. So, das siehst du jetzt gerade nicht, weil der Chat drüber hängt, aber wenn diese Leiste füllt sich jetzt hier unter meinem Charakter, wenn ich einen Spell nutze, beispielsweise jetzt, warte mal, ich nutze mal hier. Siehst du, dann füllt sich das so ganz minimal und wenn das voll ist, dann kann man den spawnen und der macht dann für einen was. Spawnt der automatisch dann? Nee, rechten reindrücken. Ah. Ich muss das hier umsetzen, damit ich die Leiste sehe. Das da unten muss ich jetzt eh nicht beobachten. Oder du machst den Sims einfach raus.
Das Problem ist, wenn ich sie über das Handy beobachten will, ist Buggy. Ja, das sind Beyblades. Beyblade, Beyblade, let it rip. Oh, Böhmchen. Böhmchen ist fies. Böhmchen ist sehr fies. Warte nochmal. Da stört's mich am wenigsten. Oh, nicht aufgepasst gerade. Du hast einen Heal zur Not, ne? Oh, du kannst jetzt einen richtig guten Dash machen die ganze Zeit. Siehst du, du hast so einen elektrischen Dash jetzt gerade. Ja, das ist jetzt der... Aura haben wir beide voll. Wollen wir uns einmal heilen? Ja. Weil Geld haben wir gerade auch, glaube ich, genug. Setz dich zu mir. Interaktion. Mother, I hate these arms you left me with. They burn me every waking second and remind me that they're not part of me. That they are born from inextinguishable hate. Wonder if I'll ever come to like them. Or if I'm fated to barely even tolerate them. Seine Mutter hat ihm so einen Trank gegeben, der seine magischen Kräfte boosten soll, und das hat ihn seine Arme verflucht. Mm. Enough of this. Danke. Haben wir voll, bringt uns jetzt so viel. Wir könnten unsere Zauber ein bisschen boosten. Jo, machen wir. Müssten halt nur ein bisschen Leben dafür abgeben. Ja, das kriegen wir hin. Ich mach mal zuerst. Also die erste Feder kannst du dir gönnen. Danach muss man erst Leben geben. 3, 2, 2. Machen wir den Prismatic Beam auf 3. So, dann setze ich mich jetzt mal kurz dahin. Au! Ich mache Celeritas höher. Wo ist er, geht der Schaden auch bei dir höher? Ja, scheint so. Ich mache Celeritas, glaube ich, noch mal höher. Einmal kann ich noch Leben abgeben. Nimm du dir ruhig die Feder, ich heil mich. Ich muss hier runter. Ich falle, sonst mache ich auf 4. Hast du noch einen Heiligen übrig? Hol dir ruhig. Ich könnte es mir noch einmal leisten im nächsten Raum, wenn wir eh ein bisschen geheilt. Dann mache ich Miseria noch höher. So, Schlüssel haben wir ja gerade recht viele. Ja, das heißt, wir holen uns noch mal ein bisschen Kohle. Ja, so 80 werden wir ungefähr geheilt. Wir haben sogar einen friedlichen Raum bekommen. Ja, gönn dir ruhig. Oder wollen wir uns das andere gönnen? Zweimal irgendeinen Statusboost? Steinatom. Ich persönlich hätte, glaube ich, eher Bock auf eine Feder. Dann gönn dir. Der Beam ziehe ich nach auf 4. Ja, der Beam, der ist ja auch eigentlich ganz gut. Ist wie meine Serie halt. Und guck, wir kriegen jetzt hier eh nochmal neue Heidinger zum Mitnehmen. Kann da rein? Ich war noch nie hier drin. Hallo. Man kann das Ding knuddeln. Man kann mit denen reden. Visions said you would come.
Ah, man hat so eine Chance, dass er sich einen anschließt. Collaboration might be beneficial to both of us. I will join you. Cancer cast battles through enemies. Summoning 8 Snowflakes are better. Jetzt hat sich das bei mir ersetzt, ich wollte die eine behalten. Achso, der joint jetzt nicht, okay. Bring this letter to the master post haste. The enemy is. Kann ich wieder zurücktauschen? Ich wollte die Dame behalten. Capricorn ist kacke. What'll it be today? Ja, aber nicht nutzen, die sind teuer. Ja. Increase Strength oder Armor? Ich würde Armor ab dem Punkt auf jeden Fall investieren. Ja. Everybody should enjoy a cocktail like this one. Attack Speed, Armor. Ja, Armor. Armor oder Attack Speed? Ja, komm, ich gönn mir auch mehr Attack Speed. Max Life klingt immer gut. Was hattest du jetzt genommen gehabt? Auch Max Life. Warte mal, ich war bei mir ist was, das auf jeden Fall geboostet werden will. Restore 6 Mana, ja sicher. Außerdem auch noch Movement Speed für 10 Sekunden. Ja, das lohnt sich auf jeden Fall. Das lohnt sich zu 100%. Da braucht man gar nicht weiter drüber reden. Ist das die Mana-Regeneration hier in der Mitte gerade? Yo! Mach das auf deinem Beam drauf. Das hier. Das ist auch was für dich. Das nehme ich. Ich würde das hier aber auf jeden Fall auf deinem Beam hier tun, was ich hier gerade gekauft habe. Gegen die Gleaming Feathers. Dann werde ich den verkaufen. Kann ich gerade nicht verkaufen, weil du im Menü bist, oder? Ja, das da würde ich auf jeden Fall auf deinen Laser tun. Weil das hat ja richtig viele Hitchancen, oder? Prismatic Beam. Ansonsten? Wie ist das? Ja. Deine Plumes haben auch genauso viele Chancen. Dann nehmen wir auch auf deinen Plumes. Ich glaube, die Laser haben mehr. Wobei, ich glaube, das, was ich jetzt gerade bekommen habe, das hat, glaube ich, mehr Hitchancen. Nee, hat's nicht. Das hat, glaube ich, nur so 3. Außerdem die beiden, die drauf sind, sind recht gut. Boosten dich halt beide. Bei dem Teil hast du Chance, für jeden Hit, den du machst, kannst du deinen Mana regenerieren. Du müsstest immer noch hier verkaufen. Hab ich doch eigentlich. Ich kann auch irgendwie gerade nicht. Irgendwie ist es gerade buggy. Warte, ja, versuch's jetzt nochmal. Ich kann ihn nicht verkaufen. Waterbots. Das sind das, was ich gerade habe, die Falchions. Ja, die Federn, die sind gerade verbuggt. Warum auch immer. Oh, die sind auch ganz gut für dich. Ja, die habe ich doch schon. So, wollen wir? Warte. Die Falchions habe ich schon. Azurite Falchions. Oh, wait, ich habe sogar noch einen Slot frei. Oder? Ja. Du hast noch einen Slot frei, dann nimm du das. Macht halt eine 40% Chance, dass du deren Angriff senken kannst. Pro Hit. Aus den Falschen habe ich noch den 4. Slot frei, auch wenn ich da theoretisch. Wobei, bringt es mir mehr, wenn ich da was Elektromäßiges drauf habe? Kriege ich dann noch einen extra Boost, wenn alles voll ich mit Elektro ist? Ich glaube ja. Dann warte ich eher auf ein Elektro-Ding. Bin ich aber ehrlich. Guck, aber das Ding sollten wir mitnehmen, weil das macht auf jeden Fall den Angriff runter. Du kannst ja bei den anderen Zaubern gucken. Locked. Nee. Ich würde kannst das Toxic Gas austauschen. Toxic Gas ist ja, ich glaube auch. Ich wollte sagen, Toxic Gas oder. Na, Fire Shield ist gut. Fire Shield lasse ich. Restore bringt nichts. Nö. Weiter geht's. Ja, einen Moment. Ich stelle mich darauf ein, dass es eventuell neuer ist. Also aus meiner Sicht neuer. Ich will mal darüber reden, wie du mir gerade davon gelaufen bist, ne?
Oh, spielst du uns jetzt ein Lied? Ja. 10 von Tod und Verderben. Piskes, die habe ich schon mal gehabt. Ich meine, der Fisch ist besonders gefährlich. I know. Even I am shocked. Do as you please. Oh, do not take it personally. Okay, interessant, dass ihr auch mit denen redet. Aua. Musik, Nuten. Toll, er trifft sie halt nicht mal. Kiran! Haha, du kannst mich mal! Es ist so fies, dass die Kameraden kriegt. Achtung, jetzt ist die Nahkämpfer. Oh, das kommt dreimal. Okay. Aua, ich hätte nicht spielen dürfen. Angriff! Vergiss nicht, wenn die blaue Bubble um sich rum haben. Aua! Dann sind sie unantastbar. Aua! Warum grabst du mich die ganze Zeit? Ich habe gerade den Boost bekommen, aber offenbar gilt der nur für mich. Ich dachte, der gilt für uns beide. Ah, wenigstens wurde ich mal nicht gegrabt. Oh nein, ich habe nicht auf meine Leben geachtet gerade. Heilig. Ja. Nochmal. Ah, shit. Hab ich davon treffen lassen trotzdem. Komm, Ziel auf mich. Oh, just... Die mag dich nicht. Nee. Wo bin ich? Da bin ich. Au! Du musst mich beleben! Weich erstmal aus! Nein! Nein. Ah. Not my kind of two. Wir sind aber sehr weit gekommen. Hm. Was schalten wir da gerade frei? Ich weiß nicht. Wir haben zwei Sachen auf jeden Fall gerade freigeschaltet. Wir können wieder ein bisschen was boosten. Piskes ist halt sehr heftig. So viel Achievements. Wie lange hattest du eigentlich vor zu machen? Einen Run wollte ich nochmal versuchen. Okay, klingt nach Plan. I've heard the news. You beat Virgo. This shouldn't be possible. She's hiding something. She does have an almost divine aura. Cold, fierce, vicious. She kind of reminds me of a legend my mother told me when I was young. The one in which a goddess turns out to be the devil. Virgo is ancient, to say the least. It's possible that stories from your worlds were influenced by her existence. Okay. Erst mir hier linken hier Geschichte abholen. Hier, Iki. Ich lass dich mal vorlesen. The trainer of the gym, ship of the green new swordsman, participate in galactic sword fighting tournaments. The gym ship, okay. Known for its clumsiness, Iki was not the wolf you would associate with sword fighting. And yet, the sport had truly chosen him. The wolf left his pack to focus on his career. The latter ended up being respectable, but he never became an intergalactic champion. However, Iggy did not care about his career. What he wanted was to become a trainer and to do his part in giving a hand to those who needed a better future, who needed help. Ein guter Mensch. Guter Hund. We are very concerned by your quest. As doubtful, I could almost hug you. We prefer safe distances and smiles. Es will nicht geknuddelt werden. Kannst du hier zwei Skins holen, wenn du willst? Du kannst bei der Frau hier unten den Skin wechseln. Mm.
Du kannst vier Körperteile färben. Change Body Part da. Dann machst du halt dein Hemd anders. Deine Schuhe? Und deine Haare. Das Grau, das sieht jetzt nicht so geil aus. So, dann holen wir uns mal die Achievements eben kurz ab. Ja, ist immer ein ordentlicher Boost. Ikki selber will mit uns noch reden. Holen wir das mal zuerst. Another victory. He hasn't always been like that, you know. He suffered. Or that's what I've heard. Okay. Hat über Sio geredet, das war der mit den langen Haaren. Ah, okay. So many monsters. It's amazing. So. Starbreaker. Okay, mehr auch also mehr Stars, wenn man auch ein Savaged. Auf jeden Fall mal zwei holen. Erstmal noch hier bei den rechten Typen gucken, bevor man das holt. Der wird jetzt neue Magie freischalten. Den Blindspot Slash. Zu den hin teleportieren und so einen Slash machen, aber die benutzt ja gerade keiner von uns. Da würde ich eher den Gift hier nehmen. Dann haben wir mehr Möglichkeiten, was wir da nehmen können. Mhm. So, wir können dann direkt den darauf folgenden Run versuchen. Ja, jetzt sitze ich hier alleine gerade noch. Ich hoffe, dass ihr alle Spaß beim Zusehen hattet. Ich glaube, bei YouTube mache ich einfach so mittlerweile Cuts, wo ich dann einfach nur die einzelnen Runs mache. Also die beiden Runs teile ich dann auf. Auf jeden Fall, Leute, wenn es euch gefallen hat, auf YouTube ein Abo und ein Like da lassen. Auf Twitch natürlich ein Follow. Und wie ich es immer sage, zuerst sage ich den YouTube-Zuschauern an der Stelle ciao. Euch wünsche ich noch einen schönen Tag.